Herzlich willkommen bei Bewusst TV. Mein Name ist Dagmar Neubronner und zu Gast habe ich heute Sebastian Reinhold Siller aus Berlin. Grüße dich, lieber Sebastian. Hallo Dagmar. Sebastian, du bist hier, weil du ein ganz dickes, großes, in meinen Augen wunderbares Buch geschrieben hast. Und das hat den schönen Titel „Wie Musik die Welt erschafft“. Magst du einfach was darüber sagen, wieso, wie Musik? Erschafft Musik die Welt? Und wie macht sie das? Wenn wir den alten Kulturen Glauben schenken wollen, dann ja. Also in dem Buch geht es darum, herauszufinden, welche Kraft Musik eigentlich hat und dass wir heutzutage die Kraft der Musik entweder gar nicht mehr kennen, völlig unterschätzen oder sie vergessen haben. Und in diesem Buch versuche ich aufzuzeigen oder wieder hervorzuholen, vergessenes Wissen über die schöpferische Macht von Musik und wie sie Einfluss nimmt auf die Gestalt der Welt. Es leuchtet ja insofern ein, als Musik bekanntlich Schwingung ist und die moderne Physik uns bestätigt, dass sowieso alles Schwingung ist. Und es gibt ja die ganz modernen Physiker, die sagen, die ganze Welt ist eigentlich nur eine stehende Welle, eine Skalarwelle. Und so insofern leuchtet es ein, dass natürlich auch Musik da einen großen Einfluss hat. Wie war das denn in den alten Kulturen? Also was mich besonders begeistert hat, ich habe das Buch ja natürlich sehr, sehr gründlich gelesen, das war das alte China. Vielleicht kannst du da mal erzählen, wie war es denn vor 3000 Jahren bereits in China? Genau, also das Buch beginnt auch mit dem alten China. Und das Faszinierendste fand ich daran, dass im alten China das höchste Regierungsamt ein Musikministerium war. Das heißt, Musik wurde so hoch eingeschätzt, dass alles andere anhand Musik ausgerichtet wurde. Und die Musikminister unterstanden direkt dem Kaiser. Und alle anderen Ministerien wurden sozusagen vom Musikministerium ausgehend beeinflusst oder geregelt. Man ging davon aus, dass die kosmische Musik, wie die Chinesen gesagt haben, der kosmische Ton sozusagen der Ton ist, nach dem man sich auch auf der Erde auszurichten hat, damit auch auf der Erde die Ordnung widergespiegelt werden kann, die im Kosmos herrscht. Und deswegen war die Aufgabe des Musikministeriums, alles nach diesem kosmischen Ton auszurichten. Und es gibt eine Geschichte über den Kaiser Shun, der ungefähr vor 4000 Jahren gelebt hat. Und der schickte seine Musikminister durchs Land. Die haben sich dort die Musik angehört. Und wenn da was nicht stimmte, also wenn die Musik nicht mehr mit den kosmischen Tonen im Einklang war, dann änderten sie die Musik, damit alle Dinge wie Wirtschaft, Kultur, das soziale Leben dann wieder im Fluss geriet. Das heißt, sie sahen im Grunde die Musik als Blaupause an für das, was auf der physischen Ebene passiert, von der Ursache, Wirkung, von der Priorität her. Genau, also sie ging davon aus, erst kommt die Musik, erst muss die Musik geordnet werden und dann werden die Lebensumstände geordnet. Also da gibt es eine ganze Menge Zitate von Konfuzius und anderen berühmten oder weniger berühmten weisen Männern, auch von den Kaisern selbst. Zum Beispiel, man muss die Noten kennen. Also es war wichtig, die Noten oder die Töne zu kennen, damit man sie richtig formulieren, also richtig spielen kann, damit dann in der Welt das offenbar wird oder sich gestaltet, was wünschenswert ist, also was die Gesellschaft oder der Kaiser in dem Fall für richtig erhielt. Ja, hier auf dem Rücken des Buches steht von einem Zitat von Konfuzius: „Die Musik ist Wirkung, die Sitten sind Rückwirkung." Das ist ja, meistens denken wir es ja umgekehrt, ne? Das Bewusstsein bestimmt, das Sein bestimmt das Bewusstsein und so wie wir sind, das spiegelt sich halt in unserer Musik. Und du stellst eigentlich in diesem gesamten Buch, ausgehend von der Historie, aber dann gehst du ja durch alle Zeiten und alle Kulturen hindurch bis in die heutige Zeit, stellst du ja die These auf, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass das, was wir, wenn wir Musik machen oder auch hören,
die Ursachenebene ist für das, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und entfaltet und wie wir uns selber entfalten. Und ich finde das insofern bestechend, als ja insgesamt klar ist, alles, was physisch sich manifestiert, muss vorher im Geistigen als Blaupause vorhanden gewesen sein. Jedes Haus muss erst erdacht sein und jeder Baum muss erst einen Samen haben und so weiter. Aber das ist ja insgesamt etwas, wie du am Anfang schon gesagt hast, was wir total unterschätzen. Wir denken heute, Musik ist eigentlich so eine schöne Nebensache und sind ja auch im Grunde fast ununterbrochen von Musik umgeben, die wir zum Teil oder überwiegend gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wie war das denn in China? War das jetzt mal so eine Phase von 100 Jahren oder hat diese hohe Vorrangstellung der Musik eine große Stabilität mit sich gebracht? Tatsächlich dauerte das chinesische Reich 5000 Jahre lang an und in diesen 5000 Jahren lang haben sie sich auch immer wieder ausgerichtet an der sogenannten gelben Glocke. Die gelbe Glocke gab den kosmischen Ton wieder in irdischen Klängen und jeder Kaiser war darauf bedacht, dass dieser kosmische Ton in der gelben Glocke auch immer wieder neu ausjustiert wird. Also die waren nicht so, dass sie gesagt haben, das ist starr, das ist fix, sondern wenn sich die Gestirne geändert haben oder die Planetenkonstellation, dann haben sie den Ton auch immer wieder angepasst, den neuen Zeiten. Und dadurch haben sie es geschafft, über 5000 Jahre einen relativ stabilen Zustand herzustellen. Kein Reich hat so lange überdauert. Mhm. Und es ging bis Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Okay, und in dem Buch ist aber ja nicht nur von China die Rede, in dem ersten historischen Teil, sondern auch von Indien. Was ist dein... Du greifst ja bestimmte Sachen heraus. Das Buch hat fast 500 Seiten. Das Wissen, was darin versammelt ist, ist... Also mich begeistert es total. Und natürlich lässt sich über jede einzelne Kultur unendlich viel sagen. Aber in Indien hast du etwas Bestimmtes herausgegriffen, nämlich die Wirkung, die wir mit bewusst eingesetzter Musik lokal erzielen können. Also das ganze Buch folgt im Grunde der Maxime, wie in der Musik, so im Leben. Also erst ist die Musik da und dann stellt sich das im Leben da. Also, oder man könnte es andersrum sagen, in der Musik ist ein Code, der dann auf der Formebene, in der physischen Ebene entschlüsselt wird, in Form von Gesellschaften, in Form von Erscheinungen, aber tatsächlich auch in Form von Materie. Also die Inder im alten Indien hatte Musik auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert, nämlich bis dahin, dass sie Materie beeinflusst. Also es gibt Legenden, dass mit Musik Feuer erzeugt wurde oder Regen. Das ist ja jetzt ja gar nicht so fern. Ne? Wir kennen ja auch in anderen Kulturen Regentänze oder dergleichen. Und ein Musiker hatte nicht nur über sein Instrument Bescheid zu wissen, also nicht nur das musste er spielen können, sondern er musste die ganzen Zusammenhänge des Universums kennen und die spirituellen Aspekte. Und das ist zurückzuführen bis auf die Veden, also das vedische Wissen. Also auch viele, viele tausend Jahre alt. Viele tausend Jahre alt. Die Veden wurden ursprünglich gesungen, weitergegeben. Und es war wichtig, dass die Veden richtig intoniert wurden, weil durch die Intonation, die richtige Intonation, dann auch in der Welt die geordnete Form sich darstellte. Und du erwähnst auch noch ein Beispiel aus Ägypten, wo eben die Formkraft oder Baukraft der Musik genutzt wurde. Ja, über Ägypten weiß man nicht ganz so viel, aber zumindest, dass Musik da auch einen ganz großen Stellenwert hatte, dass Musik im Alltag gegenwärtig war. Also es wurde musiziert zu allen Tätigkeiten. Und es gibt die These, dass auch die Pyramiden mittels Klangkraft erbaut wurden. Wie das genau stattgefunden haben kann oder soll, das ist schwer nachzuvollziehen. Mhm. Das muss jeder auch selber überprüfen, ob er das glauben will oder nicht. Aber das Musik so eine große Kraft besitzt, dass sie sozusagen auch auf die Materie einwirkt, da finden sich überall immer wieder Legenden. Also in der Bibel gibt es das ja auch. Auch im alten Griechenland gibt es die Legende eines Musikers, der eine Stadt mit Hilfe von Klängen erbaut hat. Was jetzt da tatsächlich dran ist an diesen Legenden, das können wir natürlich nicht mehr nachprüfen, aber
dass Musik so einen Stellenwert eingeräumt wurde, so ein hoher, das können wir doch schon mit Sicherheit sagen. Ich habe beim Lesen auch an das Silmarillion von Tolkien gedacht, dem Autor vom Herrn der Ringe. Der hat auch eine Geschichte geschrieben, eben das Silmarillion, wo es um die Erschaffung der Welt geht und dann die nachfolgende Entfaltung. Und da ist es auch so, dass es eine große Musik ist, an der eben dann die Geschöpfe Gottes, die großen, die ersten Geschöpfe mitwirken und dann bauen und dann gibt es jemanden, der findet, er will aber jetzt was ganz Eigenes machen und es ist alles eigentlich auch in Musik gefasst und wenn man deinem Buch folgt, ist es im Grunde total spannend zu sehen, es ist ja nicht das einzige Gebiet, aber doch ein sehr wichtiges, dass unsere Wertschätzung für die Kraft der Musik im Grunde, ja, wir nehmen Musik nur noch zu Unterhaltungszwecken und machen uns gar nicht klar, wie stark sie auf uns wirkt. Und ich habe vor ein paar Jahren, bin ich mal mit einem meiner Söhne im Auto gefahren und dann haben wir angefangen zu singen und haben aus Spaß lauter so Dur-Melodien haben wir dann versucht in Moll zu singen, was wirklich hohe Konzentration erforderte. Und wir haben dann irgendwann aufgehört, weil wir ganz trübsinnig wurden und richtig gemerkt haben, oh, es zieht uns so runter. Und der Unterschied zwischen der Dur-Melodie und der Moll-Melodie war so greifbar, was das mit der Stimmung und unserer Befindlichkeit gemacht hat, das hat sich mich sehr beeindruckt, war mir selber auch nicht so klar. Und das hast du in deinem Buch, gehst du ja ganz tief da rein in diese Wirkungen, zum einen eben in diese spektakulären Wirkungen, wie man die Welt erschafft, aber eben auch die individuellen Wirkungen. In dem zweiten Teil des Buches gehst du ja im Grunde die Musikgeschichte durch und unterscheidest dann auch zwischen den Wirkungen von Rhythmus, Melodie und Harmonie. Und das ist ein so riesiges Thema. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, vielleicht erst noch mal kurz. Natürlich, im Grunde, was du gesagt hast mit den Melodien, Dur und Moll, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir ja alle, dass Musik uns beeinflusst. Also, dass wir Musik auch eine gewisse Kraft zusprechen, dass sie unsere Emotionen und sowas. Also das ist ja mehr oder weniger in unserer Gesellschaft auch einigermaßen anerkannt. Musik ist was Besonderes und beeinflusst uns. Nur da hört es dann meistens auch auf. Also wir sagen dann, okay, die Gesellschaft bringt die Musik hervor und nährt sie auf eine Art und Weise. Aber was ich hier sage, ich gehe also ganz viele Schritte zurück und sage, beziehungsweise sage nicht ich, sondern eben viele alte Weise, Philosophen, nicht die Gesellschaft bringt die Musik hervor, sondern die Musik bringt die Gesellschaft hervor. Also die Musik, die erklang oder erklungen ist, bringt dann die auch immer geartete Zivilisation oder Kultur hervor. Und das geht im Grunde, wie du gesagt hast, zurück bis zu der Schöpfungsgeschichte. Also Tolkien wird seine Idee bestimmt auch irgendwo aus irgendwelchen Mythen entnommen haben, weil fast alle Schöpfungsgeschichten der Welt im Kern tatsächlich musikalische sind. Man hört, also bei den Indianern, den Wolf singen und durch den Gesang gebiert er den Menschen oder so im Detail habe ich das dann geschildert. Im Grunde auch in der Bibel am Anfang war das Wort, also war ein Klang oder der Big Bang. Es ist immer ein Klang, also es ist immer etwas Klangliches, was auf, das ist auch interessant, auf eine Art von Wasser, Urwasser oder wir würden heute vielleicht sagen Quantenfeld oder nichts, einwirkt und dadurch Schöpfung generiert. Also erst kommt der Klang und dann manifestiert sich die Schöpfung. Das ist durchzieht ganz viele Kulturen der Welt, in ihrer jeweiligen Sprache. Wir haben immer Laut, Gesang oder wie auch immer und dann die Schöpfung. Und wenn sozusagen die Welt so erschaffen wurde durch Klang und dann manifestiert sich was, ist meine einfache Schlussfolgerung, na, dann muss das ja immer noch wirken, dann muss dieses Gesetz ja nach wie vor gelten und wie eben dann auch alle Weisen der Kulturen gesagt haben, ja, der Klang, das Wort oder wie auch immer, der Ton, der Laut, Logos im Griechischen,
kommt zuerst und dann kommt die Welt. Und in diesem Klang, wie wir jetzt mit diesem Klang umgehen und was der bewirkt, das ist halt die hohe Kunst, die alte Kulturen wie eben in China oder in Indien oder im alten Griechenland wirklich zu den höchsten Künsten zählt oder die höchste Kunst war. Weil, wie du sagst, so viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Rhythmus hat eine Wirkung, Harmonie hat eine Wirkung, Melodie hat eine Wirkung. Also das ist natürlich ein hohes Wissen, das kann ich jetzt hier nicht in 5 Minuten zusammenfassen. Deswegen dauerte ein Musikstudium sehr lange oder ein Leben lang und deswegen mussten Musiker so auch umfassend gebildet sein, damit sie nicht nachlässig mit diesen Elementen Rhythmus, Harmonie, Melodie umgehen und dann etwas erschaffen, was gar nicht wünschenswert ist. Und die Schlussfolgerung, die ich jetzt ziehe, ist, wenn wir über dieses Wissen wieder Bescheid wüssten oder wenn wir uns das wieder zu eigen machen oder wenn uns die Verantwortung wieder klar werden, was das bedeutet, wenn wir Musik machen, wenn wir einen Klang erzeugen, wenn wir eine Melodie singen, wenn wir einen Rhythmus machen, was wir damit tatsächlich erschaffen, dann können wir unsere Welt ganz neu verantwortungsbewusst und nach unseren Vorstellungen tatsächlich gestalten. Und damit ist ja auch wirklich eine, wie du sagst, hohe Verantwortung verknüpft. Und du hast jetzt angesprochen, die verschiedenen Arten von Musik, die unterschiedliche Wirkungen haben. Du legst ja sehr großen Wert drauf, in deinem Buch da nicht in so eine Wertung reinzugehen, der verschiedenen Stile und Epochen, sondern einfach nur den Zusammenhang herzustellen und zu sagen, wenn ich in bestimmter Weise musiziere, hat das eine zum Beispiel aufbauende Wirkung oder es stärkt meine Individualität oder es stärkt mein Gottvertrauen oder es stärkt meine Gemeinschaftswahrnehmung. Wenn ich andere Musik mache, dann hat das eher eine zerstörende Wirkung, aber es gibt ja auch Situationen, wo man etwas Altes, Überkommenes zerstören will. Und das liebe ich besonders an deinem Buch, dass du nicht in so eine Wertung reingehst und irgendwie Heavy Metal ganz schlecht und Mozart ganz gut und so, sondern es hat alles Wirkung und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir eben eine Verantwortung, wie wir mit diesen Wirkungen umgehen und können dann nicht mehr sagen, ja, ist doch egal, la la la, so. Ganz genau. Und deswegen war das so wichtig in alten Kulturen, dass die Musiker Bescheid wissen über die jeweiligen Wirkungen. Also was passiert, wenn man diese Tonfolge spielt, was passiert, wenn man den Rhythmus spielt. Und das ist keine Frage von gut und schlecht, sondern von, was wollen wir? Manchmal eben, wie du sagst, zerstörerische Kräfte sind manchmal notwendig und nicht als schlecht zu bewerten. Aggressive Klänge sind auch manchmal wichtig. Genauso sind sanfte Klänge wichtig. Also da versuche ich tatsächlich keine Wertung zu unternehmen, sondern nur darzustellen, was die Musik sozusagen erschafft, der jeweilige Stil oder die jeweiligen Aspekte von Musik. Und das Ganze geht natürlich komplett an der Geschmacksfrage vorbei. Also hier geht es nicht darum, einen Musikgeschmack irgendwie höher zu bewerten als den anderen oder sich gar auf die Ebene zu begeben, wir streiten jetzt über unsere Geschmäcker oder ja, Mozart ist der Größte. Sondern darum geht es gar nicht, sondern einfach zu sehen, okay, Mozart hat zum Beispiel eine große Kraft und warum hat er die und was bewirkt sie? Ob einem Mozart deswegen gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Kraft wirkt trotzdem. Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Also wenn wir einen Bio-Apfel essen, dann sind da einfach bestimmte Nährstoffe drin, die uns gut tun. Ganz egal, ob uns der Apfel schmeckt oder nicht, die Nährstoffe sind drin und der Bio-Apfel wird gesünder sein, als wenn ich jeden Tag einen Burger esse. Und ähnlich ist es, da ist gar keine Wertung, sondern das kann man einfach nachprüfen. Was passiert mit mir, wenn ich jeden Tag Zucker futtere oder was passiert, wenn ich mich einigermaßen gesund ernähre? Dieses Bewusstsein haben wir ja schon einigermaßen in unserer Gesellschaft auch integriert, dass wir einfach bewusster mit unserer Nahrung umgehen. Was wir noch nicht tun, ist, wir gehen nicht bewusst mit der Musik um. Und Musik ist aber auch Nahrung. Musik ist Nahrung nicht nur für die Seele, sondern eben auch für den Geist und den Körper. Also Musik beeinflusst alles an uns.
Und eben vor allem die subtilen Ebenen, wo wir jetzt nicht sofort merken, wir kriegen vielleicht nicht sofort Bauchschmerzen, wenn wir, sag ich mal, ungesunde Musik hören. Aber langfristig hat es natürlich eine Folge. Und es hat nicht nur die Folge auf das Individuum, sondern auf die Gesellschaft als Geistes. Da muss die Gesellschaft als Ganzes. Wie du am Anfang gesagt hast, es ist eine geistige Blaupause. Also Musik wirkt auf den kollektiven Geist, also auf den individuellen wie auf den kollektiven Geist ein. Und dieser Geist ist dann sozusagen der Projektor, der das in, als sichtbare Form in die Welt projiziert. Und wir alle sind von der Musik beeinflusst, die uns umgibt. Und da spielt es gar keine Rolle, ob sie uns gefällt oder nicht. Sie beeinflusst unseren Geist. Ganz eben, ähnlich wie ein Apfel. Oder eine Möhre. Sie mag mir nicht schmecken, aber sie beeinflusst mich. Ja. Wie auch immer. Ich finde das Beispiel mit der Ernährung ganz gut gewählt, weil es auf der einen Seite deutlich macht, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jeden Tag Bio-Äpfel esse oder jeden Tag einen Burger oder nur Burger. Auf der anderen Seite hat es auch keinen Sinn, wenn ich jeden Tag mir Rosenkohl reinzwinge, weil ich theoretisch glaube, das ist gesund, wenn er mir eigentlich nicht schmeckt. Ne? Und ich glaube, wir sind nicht in der Gefahr. Wir müssen ja überhaupt erstmal uns bewusst werden, dass Musik diese große Wirkung hat. Aber es kann auch nicht darum gehen, dass ich sozusagen gegen mein Empfinden mir Musik zuführe, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie mir gut tut oder das nicht wahrnehmen kann. Also da ist auch so eine gewisse Freiheit, also du bist ja sehr auch für Freiheit, nur eben aus dem Bewusstsein heraus. Und es gibt, wir sehen ja heute in den Supermärkten, da steht an meiner Kasse, ich finde das immer ganz schauderhaft, stehen überall bei den Zigaretten Werbungen, Rauchen ist tödlich und das kann dies und das und jenes Furchtbares für sie bewirken. Es werden uns also Wirkungen bewusst gemacht. Und trotzdem kaufen die Leute das ja und nehmen das in Kauf, aber sie nehmen es sozusagen bewusst in Kauf. Das heißt, plädierst nicht dafür, dass wir unsere Freiheit beschränken und dass man irgendwie bestimmte Musik verbieten sollte oder so. Verbieten nützt ja sowieso nichts, sondern eher, ja, einfach passt auch gut zu BewusstTV, ein Bewusstseinsprozess, eine Verantwortungsübernahme. Ja, absolut, also Musik zu verbieten, das ist Quatsch, oder bestimmte Musik zu verbieten, sondern sich einfach wieder klar zu machen, also das ist natürlich auch eine Frage der Bildung, also wir müssen uns natürlich ein bisschen in Musikverständnis und Musik wieder bilden. Im alten Griechenland zum Beispiel galt nur als gebildet, wer in Musik bewandert war. Da können wir durchaus ein bisschen aufholen, denke ich heutzutage, dass wir uns ähnlich bilden oder bewusst machen, was für Kräfte in Musik wohnen. Und bei der Nahrung, also ein Apfel mag mir vielleicht nicht schmecken, aber es gibt vielleicht andere Nahrungsmittel, die gesund sind, die mir schmecken. Also ich habe eine große Palette, auf die ich zugreifen kann. Wenn ich partout keinen Apfel runterkriege oder wie ich, kriege partout keinen Rosenkohl runter, dann muss ich mir den nicht antun. Aber ich kann was Vergleichbares nehmen. Und die Musik, unsere Musikgeschichte hat so viel Musik hervorgebracht, dass wir also von allem auch etwas finden, was uns schmecken könnte, was ja ähnlich gesund ist. Also wenn einem Mozart gar nicht schmeckt, naja, dann vielleicht der Haydn oder Telemann oder wie auch immer. Und das einfach zu erfahren, auch wieder erfahren zu dürfen oder ausprobieren zu können. Und das ist etwas, was ich versuche mit dem Buch eben wieder darzulegen und wieder ins Bewusstsein zu schaffen, dass wir einfach tatsächlich bewusster umgehen dürfen und vielleicht so auch sollten. Wir werden ja noch öfter uns unterhalten, denn ich finde dein Buch wirklich großartig. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Wie war denn dein Weg? Du bist ja Musiker. Ja. Erzähl einfach ein bisschen noch zum Abschluss. Also ich habe tatsächlich Musik studiert, klassische Gitarre und auch schon als Kind, aber immer Musik gemacht. Also bei uns war Musik noch ganz integriert in den Alltag. Also wir mussten Blockflöte lernen oder also ich habe es nicht als Muss empfunden, aber auch bei uns wurde gesungen und einfach musiziert. Deswegen war für mich das einfach immer Bestandteil meines Lebens und ich habe es dann irgendwann einfach zum Beruf auch machen wollen. Für mich kam nichts anderes in Frage. Und in meinem Lebensweg habe ich einfach selber die Wirkungen von Musik erfahren. Also ich habe auch
ein großes Musikspektrum selber gespielt und auch gehört. Also nicht nur Mozart. Nicht nur Mozart, ich habe auch in Rockbands gespielt, war großer Led Zeppelin-Fan, hat mich damals schwer beeindruckt, der Gitarrist von Led Zeppelin, Jimmy Page. Und habe das auch gehört und auch gespielt, aber auch gleichzeitig Klassik. Ich habe mich echt für viele Stile interessiert. Und anfangs natürlich auch nicht total bewusst, sondern unbewusst irgendwie das gespürt, was die Musik mit mir macht. Und dann so schon ein bisschen sortiert. Und dann habe ich auch sehr viel Musik unterrichtet und habe auch über meine Schüler sehr viel gelernt, was Musik mit denen macht. Und es gab jetzt nicht so einen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema. Das ist irgendwie so zu mir gekommen. Also dann ist mir ein Buch in die Hände gekommen, wo dieses Thema aufgegriffen wurde. Dann habe ich da mal eine Geschichte drüber gelesen. Tatsächlich habe ich auch, also neben Mozart bin ich großer Beatles-Fan. Ich habe tatsächlich auch viel über die Beatles in Erfahrung bringen können. Also durch deren Verbindung nach Indien. Die haben mir sozusagen Indien nahe gebracht. Und dann habe ich mich mit der Bhagavad Gita beschäftigt und solchen Schriften. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre einfach so angesammelt. Und irgendwann habe ich dann das angewandt im Unterricht und auch in meinem eigenen Musizieren und meinen eigenen Kompositionen. Und so ist es allmählich gewachsen. Ja, das merkt man diesem Buch auch an, dass es nicht irgendwie so, jetzt schreibe ich mal ein Buch, sondern es ist wirklich so wie reifer Wein. Man merkt, da stecken viele Jahre drin. Ja. Ne? Sebastian Siller, wie Musik die Welt erschafft. Vielen Dank. Danke.